Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sapiens Parabellum Video. Heute schauen wir uns mit Andy, also meinem Bruder, eine wirklich besondere Waffe an. Und zwar ist es hier dieser original amerikanische US M1 Carbine. Ja. Andy, was kannst du uns dazu sagen? Ja, also es war bei den Amerikanern im Zweiten Weltkrieg eben ein Bedarf da für ein leichtes Selbstladegewehr. Sie hatten ja schon den M1 Garand, das ist das große Gewehr mit einem durchschlagskräftigen Kaliber. Und eben die Maschinenpistolen und die Pistole, die Colt, Government. Und eben für die ganzen Soldaten, die vor allem Ausrüstung tragen mussten, war eben dieser Bedarf da nach einem Gewehr, mit dem man präzise Schüsse schießen konnte auf größere Entfernungen, was eben Maschinenpistolen nicht konnten, das aber nicht so schwer war wie der M1 Garand. Ja. Und auf eben Drängen eben der Soldaten hin, ist dann dieses Gewehr entwickelt worden. Ja. Das ist der M1 Carbine. Ja. Also wirklich sehr interessante Geschichte hinter der Waffe und vor allem für uns Österreicher auch interessant, weil das Gewehr nach dem Krieg auch beim Bundesheer im Einsatz war, bis hin zur Gendarmerie, die war auch nach dem Krieg weiterhin ein Bestandteil europäischer Einheiten und auch in Deutschland und bei anderen europäischen Armeen war der M1 Carbine als Dienstwaffe nach dem Krieg dann geführt. Und in Österreich ist der ab dem 14. Dezember auch käuflich, war bis dato nicht so. Die Waffe ist dann jetzt für den Zivilmarkt freigegeben worden und vom Kaliber her ist das auch was ganz Besonderes. Das ist nämlich dieses Kaliber hier, dieses 30 Carbine. Ist mehr oder weniger eine Faustfeuerwaffenpatrone von einem ganz guten Leistungslevel. Das heißt, man kann dieses Gewehr auch auf einen Pistolenschießstand schießen in Österreich, was sie natürlich auch für Indoor-Stände interessant macht und der Rückstoß ist halt dementsprechend angenehm zum Schießen. Hat auch eine wirklich hohe Eigenpräzision, wir werden es euch dann auch zeigen am Schießstand. Das Ding schießt wirklich fast Loch in Loch und das für ein altes Ordnanzgewehr. Und da muss man sagen, ist das sicherlich auch eine gute Wahl für den einen oder anderen Ordnanzschützen, der sagt, ich suche einfach ein leichtes Gewehr, mit dem ich schießen kann auf Entfernungen bis 100 Meter. Ich möchte präzise schießen, möchte aber auch auf einen Pistolenschießstand die Möglichkeit haben. Ja. Von der militärischen Einsatzreichweite ist das Gewehr konzipiert worden für 300 Yards, also sind 275 Meter. Ich finde es sehr cool, weil das Gewehr sehr leicht ist und die Patrone auch nicht so stark vom Rückstoß ist, also super handlich. Werden wir dann hier auch sehen bei den Schießszenen im Nachhinein. Hier haben wir noch ein sehr, sehr interessantes Buch von einem österreichischen Autor, also Wolf-Dieter Hufnagel, ist Professor und hat sich auch sehr einschlägig mit solchen Ordnanzwaffen beschäftigt. Und in dem Buch, also für alle, die sich interessieren für dieses spezielle Gewehr, wirklich empfehlenswertes Buch, wird dann auch dargestellt. Ich habe es hier markiert. Hier zeigen wir euch dann noch im Detail die österreichischen Fernmelder mit dem M1 Karabiner in der Ausbildung. Also wirklich auch besonders und gut, dass die diese Waffe hatten. Hier auch zu sehen, diverse Ausgrabungen von Nachkriegswaffenverstecken der US-Armee, wo diese Waffen dann auch gelagert wurden in Österreich. Verschlusssystem ist hier auch ganz simpel. Also hat hier den Drehverschluss, wird dann aufgezogen und ein entnehmbares Magazin. Hier haben wir eine 10-Schuss-Variante für diese Gesetzesänderung. Nach dem 14.12. gibt es eben für Nicht-Sportschützen nur 10-Schuss-Magazine. Es gibt natürlich für die Waffe original auch 15-Schuss-Magazine und sogar 30-Schuss-Magazine. Das wäre dann eher was Besonderes. Sicherung hier, eine bekannte Flügelsicherung und Magazinauslöseknopf auf der rechten Seite. Ja, ich würde sagen, wir schauen dann einfach mal zum Schießstand. Schauen uns das Ganze an, wie es schießt und machen dann ein Fazit aus dem Ganzen. So, wir testen jetzt den M1 Carbine. Das Ganze ist relativ leicht, handlich und kompakt. Wie sich das Ganze schießen wird, werden wir jetzt dann sehen. Ich schätze mal, der wird sich sehr angenehm und rückstoßarm schießen. Das werden wir jetzt feststellen. Er ist 10 Schuss geladen und Feuer frei. Wie
wir wollen natürlich auch wissen, wie präzise das Ganze ist und schießen das aber 25 Meter. Wir werden 3 Schuss machen mit offener Visierung und da werden wir uns anschauen, wie die da die Schussgruppen mit diesem alten Gewehr liegen. Also man muss echt sagen, für das, dass diese Waffe ziemlich alt ist, ist die Präzision wirklich beachtlich. Man muss sagen, es sind zwar nur 25 Meter gewesen, aber wir haben 3 Schuss abgefeuert und es sind alle 3 im Zehner und sogar 2 im gleichen Loch. So, wie man es natürlich jetzt am Schießstand erkennen konnte, das Ding schießt sich sehr angenehm, wirklich rückstoßarm und die Präzision ist halt wirklich gewaltig. Also für das, dass diese Waffe mehr oder weniger schon so alt ist, ist da wirklich noch Schussleistung vorhanden. Und das auch in diesem schönen Originalzustand, kann man echt nicht sagen, hat sich gut gehalten, guter Arsenalzustand und sicherlich auch eine Wertanlage. Von den Dingern wird es immer weniger geben. Genau, ja, da wird es nicht mehr geben, also die werden sicher nicht mehr gebaut. Also nicht mehr original, es gibt natürlich Nachbauten. Aber die sind halt von der Charakteristik und von der Emotion nie so wie dieser Originale. Was mir bei alten Waffen wie dieser hier sehr gut gefällt, da ist wirklich jede anders, weil die auch schon so alt sind. Wenn ihr da 4 verschiedene M1-Karbine an der Wand habt, dann ist da jedes Holz anders. Das hat andere Marken, das hat eine andere Tönung, das hat eine andere Patina. Und da könnt ihr wirklich eine finden, wo ihr sagt, boah, die gefällt mir wirklich. Mhm. Ja. Unser Fazit vom M1 Karabiner, ein absoluter Geheimtipp für diejenigen, die sagen, ich hätte gerne eine Ordnance-Waffe, die wirklich präzise ist, die für alle Schießstände geeignet ist und auch ein Stück österreichische Ordnance-Geschichte darstellt. Wirkliches absolutes Highlight und ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Ab dem 14.12. ist er dann auch für jeglichen Zivilisten zu haben und da kann man gespannt sein, dass das Gewehr sicher den einen oder anderen Schießstand aufsuchen wird. Wir verabschieden uns jetzt von euch in diesem Sinne. Schaut auf den Kanal von Sapiens Parabellum, da kommen sicher noch einige weitere Videos. Und wir werden dann in Kürze auch einen eigenen YouTube-Kanal machen, Andi und ich, den Austria Arms Gun Channel. Heißt nicht, dass wir nicht mehr in Sapiens Parabellum sein werden. Wir werden natürlich weiterhin gemeinsam Videos machen. Wir werden nur einen eigenen Kanal machen, wo wir dann auch spezielle Dinge vorstellen werden, die man so nicht sehen kann. Wir geben euch wahrscheinlich jetzt einen kleinen Vorgeschmack, was da kommen wird und ihr könnt gespannt sein. Also dann liken, teilen, abonnieren. Das war's dann von uns und bis bald.